Ja, das Brexit-Thema geht in die Verlängerung. Die Horrorshow geht weiter in Großbritannien. Die Märkte, die kämpfen mittlerweile weiter um die 12.000-Punkte-Marke. Bei mir ist der XM-Marktexperte Sami Bojadan. Herzlich willkommen zu Inside Markets hier von der Frankfurter Börse. Ja, Sie haben uns ein paar Aktien wieder mitgebracht. Zuerst sprechen wir mal über die Allianz-Aktie. Für die lief es 2019 ja hervorragend. Ja, hallo Manuel, vollkommen richtig. Ja, die Allianz-Aktie hat einen super starken Lauf in diesem Jahr hingelegt. Und wenn wir uns mal die Charttechnik anschauen, sieht das auch ebenfalls sehr, sehr gut aus. Aber vielleicht zwei Punkte vorher. Die Allianz-Aktie selbst notiert jetzt im Moment knapp auf ein 17-Jahres-Hoch. Sie war nur einmal deutlich höher gewesen. Es war um die Jahrtausendwende gewesen. Zusätzlich schafft es sogar die Allianz im Moment als stärkster Dividendenwert im DAX zu notieren. Sie hat also Daimler soweit von ihrem Ranking soweit abgelöst. Und wenn man sich den Verlauf anschaut, gehe ich persönlich davon aus, dass diese Aktie nicht nur interessant als Investment ist, sondern auch zusätzlich für sehr, sehr viele Dividendenjäger. Das heißt also, dass der Wert stärker aufgenommen wird, um letzten Endes daran zu partizipieren. Ein starkes Gegenprodukt gegenüber das Sparbuch. Und ja, die Auszahlung ist natürlich sensationell. Wir haben fast, glaube ich, 3,8 Milliarden Dividendenauszahlungen in diesem Jahr vorgenommen. Und damit glaube ich schon, dass zumindest sehr viel Potenzial vorhanden ist. Bei der Allianz stimmt auch alles soweit, was die innere Struktur betrifft. Und deswegen Allianz mit einem neuen 17-Jahres-Hoch auf jeden Fall charttechnisch starkes Kaufsignal. Freitagmorgen zu Handelsstart der DAX bei 11.900 Punkte. Kommt die 12.000-Punkte-Marke wieder? In welche Richtung gehen wir da? Genau, also der DAX ist ja sehr, sehr bekannt dafür, dass er sich sehr lange auf der Stelle hin und her bewegt. Es gelingt meistens nur sehr selten, dass starke Ausbrüche soweit stattfinden. Aber das Positive hervorzuheben ist, wenn man ein bisschen hinter den Kulissen schaut, bedeutet das nichts anderes, da, als dass starke Akkumulationsphasen stattfinden. Das heißt, es wird also kräftig gesammelt, kräftig gekauft. Wenn dann aber diese Seitwärtsbewegung, also diese Haltezonen oder Sammelzonen soweit aufgelöst werden, dann kommt es meistens zu sehr, sehr starken kurzfristigen Bewegungen. Ich gehe stark davon aus, dass wir zumindest hier auf diesem Niveau weiterhin tendieren werden, gerade auch die runde psychologische Marke um 12.000 Punkte. Wenn aber der Startschuss kommt, dürfte es relativ schnell Richtung 12.550, möglicherweise noch in den nächsten 6 bis 7 Wochen, also rechtzeitig vor der Saisonalität Sell in May and Go Away. Netflix hat in Deutschland über 5 Millionen Abonnenten und diejenigen, die etwas teureren Abonnements haben, die müssen jetzt ein bisschen mehr zahlen. Die Aktie, wie reagiert die darauf, dass die Preise erhöht werden? Ja, auf jeden Fall ist Netflix ein sensationeller Wert. Auch die Unternehmensstory, die dahinter steht, ja, finde ich persönlich einfach sehr, sehr ansprechend. Erst platziert man sich, dann schaltet man so ein bisschen den Wettbewerb aus. Kundenfangprogramm wird aufgesetzt mit niedrigen Preisen. Dann wird die Konkurrenz in Schwanken gebracht. Und wenn dann die Konkurrenz so ein bisschen am Kippen ist, werden die Preise ein bisschen angehoben. Ja, das Starterpaket bei 7,99 Euro bleibt mit knapp 5,2 Millionen Kunden in Deutschland, 139 Millionen Kunden weltweit. Die zwei weiteren Abo-Preise, die wir haben, werden auch hier fast um 1 Euro erhöht. Oder wenn man den Wert mal prozentual betrachtet, das ist nämlich gerade auch das Spannende, dann reden wir von 9% Preiserhöhung. Und bei dem teuersten Abo-Modell, also sprich HD und weitere Geräte, die man hinzufügen kann, in bester Qualität, Soundqualität etc. pp., da reden wir fast um eine Erhöhung von 15%. Also das ist schon mal eine ordentliche Hausnummer. Man muss aber auch an dieser Stelle sagen, dass Netflix definitiv was machen muss. Apple TV kommt jetzt auch demnächst am Markt. Man wappnet sich also gegen den großen Wettbewerb. Und man muss natürlich auch schauen, dass man die Aktionäre zufriedenstellt, dass Gewinne erzielt werden, damit natürlich auch weiterhin die Liquidität fließt. Und damit ja, finde ich einfach die Story weiterhin sehr interessant. Und durch diese Preiserhöhung darf man mit Sicherheit davon ausgehen, dass die kommenden Quartalsberichte, die dann kommen werden, oder vielleicht sogar auch zum Jahresende, deutlich positiv ausfallen werden und damit Netflix zumindest weiterhin daran partizipieren wird, den Kurs weiterhin zu entwickeln. Für die Abonnenten selbst von Netflix bietet sich natürlich genau diese diese Möglichkeit, dagegen zu kompensieren, indem man die Aktie selbst kauft, weil wenn die Aktie steigt, dann kann man eventuell sein Abo auch wieder reinholen. Da hat man gleich das Geld wieder drin, was man ausgegeben hat. Die Technologiebörse Nasdaq, auch die ist jetzt gerade wieder im Aufwärtstrend. Ja, Aufwärtstrend, wenn wir uns mal die Nasdaq 100 anschauen, nach dem starken Einbruch November, Dezember, saftige 20% Korrektur, das ging mal relativ scharf nach unten, dann Januar, Februar, März wieder saftige Gegenbewegung und wir befinden uns ja in der Nähe der Rekordhöchststände, also um
der Marke knapp bei 7.600. Es fehlen lediglich gerade mal 1,5% zu den alten Rekordhochs. Und wenn wir das oben rausnehmen, dann dürfte mit Sicherheit auch hier wieder ein starkes Kaufsignal stattfinden. Aber die Frage bleibt erst einmal, schaffen wir es oben drüber hinaus zu gehen? Wir haben noch die Sommersaisonalität vor uns. Wenn ja, gehe ich davon aus, dass dann auch hier die Nasdaq 100 den Trend weiterhin fortsetzen wird und möglicherweise noch in dem Jahr 2019 neue Rekordhöchststände erzielen dürfte. Gold als Mix im Depot, immer eine ganz gute Sache. Wie sieht da der Trend aus? Ja, Gold verhält sich ja so ähnlich wie der DAX. Er baut immer sehr, sehr lange Sammelzonen, Haltezonen auf. Es wird auch ebenfalls sehr, sehr stark akkumuliert. Wir sind jetzt irgendwo knapp bei 1280 Dollar auf der Unterseite und im oberen Bereich knapp bei 1310. Ich bleibe aber weiterhin optimistisch. Gold sollte zumindest mal als Beimischung mit ins Depot aufgenommen werden. Bedingt durch die, Handelszölle und auch die politischen Unruhen, die im Moment stattfinden zwischen Europa und Amerika, zwischen Amerika und China etc. pp. Und wenn es dazu hohen Volatilitäten an den Märkten kommt, ist Gold mit Sicherheit nicht verkehrt, zumindest mal als Beimischung dabei zu haben. Sagt Sami Boyadan, der XM-Marktexperte. Vielen Dank, dass Sie bei Inside Wirtschaft diese Woche zu Gast waren und ich danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Wenn Sie noch mehr Informationen wollen, dann schauen Sie auch gerne auf xm.com. Wir wünschen Ihnen eine schöne Woche. Bis nächste Woche.